Tom war mit seiner Familie im Urlaub am Meer und es war ein stürmischer Tag und da mussten 3 Surfer gerettet werden, die in den Wellen da nicht mehr rauskamen aus dem Meer. Meine Geschichte handelt von einem Lehrer aus meiner Schule und der hat mal seinen Koffer auf dem Hauptbahnhof vergessen und er wurde gesprengt wegen einer Bombendrohung. Ja, und da waren seine ganzen Klassenarbeiten. Die macht in ihrer Freizeit Röhnrad, aber das wird von allen Leuten total unterschätzt. Und dann hat die ein wahnsinnig tolles Angebot bekommen, die darf bei der Nationalmeisterin im Ausland bei einer Röhnrad-Weltmeisterschaft teilnehmen. Und konnte halt allen zeigen, wie wunderschön. Also mein Freund, der hat gezeltet in Hohenfelden und der hat sein Zelt mit seinem Freund zusammen aufgebaut. Der das Ganze überwacht hat, der hatte einen Schäferhund, der ist dann da hingelaufen, weil der so geschrien hat. Und die sind aus dem Zelt rausgerannt in den Wald. Emma, so. Sie hatte eine richtig schwere Rechtschreibschwäche und ihre Lehrerin war immer ziemlich enttäuscht von ihr, weil es ging einfach nicht mehr mit ihr. Und irgendwann dachte sie sich, ja, hier zeige ich es ihr und gab ihr eine ihrer Geschichten, denn sie schreibt, zu lesen. Und ihre Lehrerin war so überzeugt danach von ihr, dass sie meinte, dass sie sogar so gut wäre, dass sie im Fernseher gezeigt werden könnte oder im Radio. Das ist es, der Kenntnissenkasten. Und auch ihr habt die Chance, euren eigenen Kurzfilm zu drehen, weil alle sehen sollen, was ihr zu sagen habt. Und damit nicht ihr über irgendeinen, sondern alle über euren Film reden, hilft euch das Team von Schloss Einstein in unseren Studios, eure Geschichte zu verwirklichen. Ihr nehmt an einem professionellen Schauspieltraining teil, lernt richtige Filmtechnik kennen. Seht zu, wie lange es dauert, einen Schauspieler so herzurichten, als wäre er gerade aufgestanden. Bis dann! Die Figur konnte endlich mal mit ihrer Lieblingshauptdarstellerin reden. Ihr hat's richtig Spaß gemacht.